Das ist es natürlich eine sehr große Herausforderung, da zu leben. Es ist gar nicht einfach und Leute leben auch in Angst, weil es ist wirklich schwierig und lebensbedrohlich teilweise auch da zu sein. Und es ist nicht, als ob man die Option hat, einfach rauszufliegen. Das ist zu Hause. Wir waren zusammen in Südafrika bei einer sehr großen internationalen Veranstaltung und wir haben da zusammen musiziert. Wir haben Musik gemacht für eine ganze Woche oder so, viel geprobt und gesprochen und gebetet und haben uns sehr gut zusammen irgendwie einander verstanden und das war toll und es war schön, die Möglichkeit nochmal hier in Deutschland zu treffen. Wow, ich glaube auf jeden Fall, bei Glauben zu bleiben, auch wenn es schwierig ist. Ich glaube, manchmal sind wir so von Gefühl her mit unserem Glauben unterwegs. Und wenn man da lebt, ist es offensichtlich, dass das muss von tiefer kommen, nicht nur von Gefühlen. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall lernen, auch durchzuhalten, Durchhaltsvermögen irgendwie zu haben. Und dieser Glaube an Gott einfach dabei zu sein und auch nicht sich zu verstecken, auch wenn das, man hat das Gefühl, ja, ich weiß nicht, ich möchte mich verstecken, aber einfach zu sagen, okay, ich mache weiter, ich gebe die Leute was Gottes Liebe weiter und lebe das, auch wenn es schwer ist.